Hallo liebe Leute von Abenteuer von Lesbos und von Abenteuer von bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber guter alter Lycoris. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Herzlich willkommen zu ein bisschen Monday Motivation und herzlich willkommen ausnahmsweise mal nicht zu Cross Code, sondern zu Atufuru Boyfriendo Holiday Star. Genau. Das ist genau das, was wir heute anpeilen. Und ja, guten Abend, Natalia, schön, dass du da bist. Es ist so, ich habe vor 2 Jahren irgendwann mal das Originalspiel gespielt. Das ist so eine Dating-Sim, eine Visual Novel mit Tauben. Und das hat sehr, sehr lange gedauert und auch einige, ja, Ausmaße angenommen, die eventuell so gar nicht angepeilt waren. Auf jeden Fall habe ich, nachdem ich das Spiel beendet habe, gesagt, komm, das DLC spielen wir auch noch mal, aber dann, wenn es zeitlich passt. Und zeitlich passend tut es zu Weihnachten, denn das Spiel heißt nicht umsonst Holiday Star und es spielt auch um die Weihnachtszeit herum. Lol, finally, Torben, genau. Du siehst so verändert aus. Ich glaube, du hast eine neue Haarfarbe. Genau, meine Haarfarbe besteht aus Plüschweiß und Plüschrot. Das Einzige, was ich, um die Weihnachtszeit zu versüßen, nicht habe, ist Glühwein. Da muss ich auf Wintertee ausweichen. Schade, schade, schade. Aber mein Gott, dann bleibe ich halt eben nüchtern. Ah, Ja, genau, das, da, ja. Robert und ich gucken auch mal, was du so treibst. Das ist aber ein sehr, sehr schlechter Zeitpunkt. Ausgerechnet jetzt. Sehr unangenehm, sehr unangenehm. Auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall den DLC jetzt spielen. Spielt mich auch zu Weihnachten. Und das DLC wird nicht so lang sein wie das Original. Definitiv nicht. Was uns da erwartet, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es stand halt 2 Jahre lang offen und wir machen heute quasi das Kästchen zu, indem wir sagen, wir fangen das jetzt an und ziehen das jetzt durch. Ich habe auf How Long to Beat gesehen, dass es roundabout 5,5 Stunden geht. Ich glaube, wenn man alles spielt, glaube ich 8 Stunden. Vielleicht sind wir Ende der Woche durch, vielleicht auch nicht. Wir werden mal gucken. Statt Pudding wird auf Spekulatius gegeiert. Man weiß es nicht. Für diejenigen, die nicht wissen, um was es geht, werde ich mal ganz kurz vorlesen, was denn hier über das Spiel steht, damit ihr wisst, auf was ihr euch die nächsten Streams und vor allen Dingen diesen Stream hier einlasst. Die bezaubernden Vögel von Hatufuru Boyfriendo sind wieder da in der weihnachtlichen Remaster-Fortsetzung von Hatufuru Boyfriendo Holiday Star. Besuche fantastische Spielwelten, triff interessante neue Meisen und entdecke wahre Romantik in eleganten Winterwunderlandschaften. Schüttel den Schnee von deinen Flügeln und triff während deines Fluges gleichermaßen liebe, Bekannte und neue Freunde. Außerordentliche Abenteuer erwarten dich, allesamt ausgebrütet vom wunderlichen Serienschöpfer Hatumoa und den Entwicklern bei Mediatonic. Frisch geschlüpfte Präsentation. Erlebe Hatufuru Boyfriendo Holiday Star in prachtvoller Hochauflösung mit handgezeichneten Umgebungen in einer schillernden Wasserfarbenwelt, wie es noch keine gegeben hat. Alte Freunde, neue Freunde, brandneue Geschichten und Abenteuer mit deinen liebsten romantischen Vögeln des Originals sowie einem liebenswürdigen Schwarm neuer, gevierter Freunde erwarten dich. Neue Gefiedergeschichten. Hier wird alles geboten, was ein Hatufuru-Boyfriendo-Spiel ausmacht. Bizarre, magische Verwandlungen von Mädchen für deine liebsten Taubenfreunde in Labors aufgewachsene Vögel, die Weihnachten stehlen und der geheimnisvolle König des Holiday Star. Herrliche Nebenhandlungen. Vergiss den Flugplan und erlebe einige wirklich fabelhafte Nebenhandlungen und unterhaltsame Ablenkungen, wie Serienliebling Ryuta mit seiner fantastischen Radiosendung. Okay, ich habe keine Ahnung, um was es hier geht. Alles klar. Oder wird er getaubt? Man weiß es nicht. Aber der Game-Titel klingt auch wie ein guter. Ja, auf jeden Fall. Jasmin Styles, vielen Dank für den Follow. Ja, Mensch, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Okay, dann habe ich jetzt mal vorgelesen, was es geht. Ihr wisst jetzt, auf was ihr euch hier einlasst. Also, wenn es um Tauben geht, um Dating, um Visual Novels, das habe ich euch vorher gesagt. Ihr wisst es jetzt. So. Der Publisher ist übrigens Epic Mega Games, beziehungsweise Epic Games, denn die sind mit Mediatonic zusammengegangen, beziehungsweise haben die, glaube ich, Mediatonic aufgekauft.
Also, ich wollte es nur mal gesagt haben als Fun Fact nebenbei. Okay, dann würde ich sagen, jetzt wird nichts zu tun, weil Torte zuguckt. Ja, ist klar. Verstehe ich. React machen wir nach dem DLC. Genau, das passt ja nämlich thematisch besser. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns ins Spiel. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und viel Vergnügen bei Hatufru Boy Flendor Holiday Star. Das war das letzte Mal, dass ich diesen Titel vorgelesen habe. Ich kann das sowas von gar nicht aussprechen. Alter Schwede. Sie Koch guckt aber gleich mit typischer Rollenverteilung. Ist klar. Sodale. Pigeon Nation Incorporated, by the Pigeon, for the Pigeon. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, dass du einen sehr langen Stream gemacht hast und Kyoko dich geraidet hat und es um Tauben ging. Das ist eine interessante Erinnerung. Wie ihr schon gesehen habt, ich habe mir natürlich passend dazu eine Weihnachtsmütze extra noch dafür bestellt. Ja, ich möchte es mal so sagen. Nur für dieses Spiel und wahrscheinlich für künftige Weihnachten. Aber eigentlich war tatsächlich der Auslöser dieses Spiel. Nur so, um es mal gesagt zu haben. Okay, go, go, go. Die Weihnachtsbande greift an. Eine brutale Diebesbande hat es auf die geliebten Weihnachtsbäume der Stadt abgesehen. Oha. Wir hatten sie für einen urbanen Mythos gehalten. Bis jetzt. Sie wollen den Baum und auf Baum reimt sich Traum. Ein böser Traum mitten in Little Dove, Hatchiman City. Nein, ich habe keine Glocken dran. Gleich mal schlechte Bewertung abgeben. Ich habe gar nicht nach Glocken gesucht, ehrlich gesagt. Also nach Mützen mit Glocken. Aber versuch mal am Wochenende eine Mütze bei Amazon zu finden, die Montag auch da ist. Ja, also nur mal so nebenbei. Weihnachtsbäume verschwinden. Ein dunkler Schatten lauert gleich außer Sichtweite. Können unsere getreuen Helden aus Saint-Pigeon-Nation dem Mysterium ein Ende bereiten, bevor es ihnen ein Ende bereitet? Das ist ein Fall für die drei Taubenzeichen. Gott, oh Gott, das war ja mega schlecht. Weg mit der Brille für 10 Minuten. Leute, ich muss vorlesen. Das hast du ja toll ausgesucht. So, 10 Minuten, 18:40. Okay, go, go, go. Bitte gib deinen Namen ein. Wie heißen wir denn? Ich weiß doch nicht mal, welches Geschlecht wir haben. Wahrscheinlich sind wir weiblich. Wie immer. Wie wollen wir denn heißen? Wie heißen wir denn? Ich wusste gar nicht, dass wir einen Namen eingeben sollten. Verdammte Axt. Wie hieß ich denn damals? Weiß das noch irgendjemand? Ja, Lea finde ich gut. Lea finde ich gut. Wilma ist auch geil. Wilma ist so richtig doof. Ja, dann machen wir Wilma. Wenn das damals Wilma war, dann ist es heute auch wieder Wilma. Das ist ja wohl klar. Wie heißt. Ach so, natürlich. Die hat auch einen Nachnamen, klar. Ich kann den. Ah, das. Gleich wieder explicit. Gleich wieder explicit. Aber wir machen das jetzt so. Ist Vögeln, Wilma? Japanische Reihenfolge korrekt? Nein, wir haben es falsch rum angegeben. Jo, meine, ist sicher die Vögeln, Wilma, gell? So. Aber es könnte jetzt sein, dass Vögeln unser Vorname ist. Das ist aber auch sehr ungünstig.
Nein, wir machen das wieder um. Wir machen das wieder umgekehrt. Hiyoko ist ja trotzdem der Vorname, also ist Wilma schon in Ordnung. So. Hallo Herr von und zu Vögeln. Genau, so ist das. Wir sind gut zu Vögeln. So ist das. Oh, Rabu. Hey, Ryuta, wie spät ist es? Fast 6 Uhr. Sie sind wohl spät dran, was? Es ist schon dunkel draußen. Allerdings, vor ein paar Tagen haben wir noch über die hübschen Herbstblätter gesprochen. Und so, zack, plötzlich ist es Winter. In ein paar Tagen ist schon Weihnachten. Ach, wie schnell doch die Zeit vergeht. Tja, ich sollte dann mal los. Asami wird bald nichts mehr zu tun haben. Seien Sie vorsichtig, Herr Rabu. Da draußen treibt sich um diese Zeit allerhand Gesindel herum. Keine Panik. Wenn es brenzlig wird, kann ich mich darauf verlassen, dass Asami mich raushaut. Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht etwas zu sehr auf Sie verlassen? Wir haben heute unseren Weihnachtsbaum aufgestellt. Schauen Sie ihn sich doch mal an, ehe Sie gehen. Ach ja, habe ich gar nicht gesehen beim Reinkommen. Ah, da muss ich gleich besonders gut drauf achten. Herr Urushihara und ich haben viel Zeit damit verbracht, ihn zu schmücken. Ich hoffe, er gefällt Ihnen. Aber klar doch. Man sieht sich, Leute. Im Dezember spürt man wirklich, das Jahr ist zu Ende. Ich frage mich, wie viel hektischer es nächstes Jahr um diese Zeit sein wird. Ich hab's vermisst. Schön. Ah, Sie sind im zweiten Schuljahr, richtig? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, was Sie nach dem Abschluss machen wollen? Nee, nicht wirklich. Für mich ist nur wichtig, dass ich mich um meine Mutter kümmern kann. Auch Sorgen sind ein wichtiger Teil der Jugend. Und manchmal verschwinden Probleme einfach, während man sie zu lösen versucht. Oh, eine sehr, sehr weise Aussage. Man weiß nie. Herr Urushihara, dürfte ich Sie um Rat fragen? Mir ist vieles durch den Kopf gegangen. Aber natürlich. Ob es sowas auch mit anderen Tieren gibt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube eher nicht. Also wenn jemand was findet, gerne zu mir. Ich bin mehr als glücklich, wenn ich irgendwie helfen kann. Ganz gleich, das kam von draußen, vor dem Eingang. Ah, ich glaube auch. Gehen wir nachsehen, was passiert ist. Oha, oha, oha. Es ist stockfinster draußen. Selbst im Licht, das durch die Tür des Cafés fällt, ist kaum etwas zu erkennen. Was um alles in der Welt? Ein Lutino, wellen Sie dich nicht auf dem Gehweg. Herr Rabu, alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Ich habe nicht aufgepasst. Die haben mich von hinten erwischt. Die haben Sie erwischt? Brauchen Sie den Krankenwagen? War sicher jemand aus den alten Zeiten mit der Biker-Gang, der noch, ein Wellensittich mit ihm zu rupfen hatte. Nein, das stimmt nicht. Es war die
Die legendäre Weihnachtsbande ist in der Stadt. Wum, bum, bum. Oh geil, Perfect Date um Katzen. Herrlich, sehr gut. Dann haben wir ja schon, ne? Die legendäre Weihnachtsbande? Was soll das sein? Eine neue Fernsehshow? Nein, nein, die gibt es wirklich. Sie sind in den Straßen unterwegs und verbreiten Elend und Zerstörung. In den Nachrichten hört man in letzter Zeit auch viel über sie. Du kennst doch sicher die Schlagzeilen. Die Weihnachtsbande taucht in Nütteldorf, Hatchiman City auf. Nee, ich höre zum ersten Mal von der Bande. Glaube ich. Ganz zu schweigen von der Bande, das ist das erste Mal, dass ich den Namen dieser Stadt höre. Ich vermute, es wird einfach nie drüber gesprochen oder so. Je mehr man weiß, erscheinen die immer um diese Jahreszeit? Ich kann mich nicht entsinnen, letztes Jahr von ihnen gehört zu haben. Das ist das erste Mal, dass sie hier sind. Viel weiß ich auch nicht, aber anscheinend ziehen sie jedes Jahr weiter. Das heißt, sie waren letztes Jahr woanders? Ich habe den Sommer über Herrn Urushiharas Laden gearbeitet und im Torimi-Café. Der Job ging eigentlich bloß bis August, aber dann hat er anscheinend beschlossen, er könne auch im Dezember Hilfe brauchen. Um diese Jahreszeit wird es kalt in der Wildnis und das macht den Heimweg gefährlich, also habe ich den Job diesmal Ryuta überlassen. Außerdem muss ich lernen. Das ist keine Ausrede, das wissen wir alle. Und jetzt scheint das Torimi-Café das jüngste Opfer der geheimnisvollen Bande geworden zu sein. Das riecht nach Drama, Baby! Drama, Spannung und Abenteuer! Ah, endlich wieder gucken! Was ist da los? Hervorragend. Einspruch! Was? Einspruch? Was? Einspruch? Was soll das denn? Ich übe doch nur. Es hat schließlich einen Zwischenfall gegeben, nicht wahr? Ich muss sicher sein, dass ich dramatisch genug mit dem Zeigefinger fuchteln kann, wenn es erforderlich ist. Drama! Hey! Bitte hör auf, rumzurennen und mit dem Finger auf alles zu zeigen. Ich krieg sonst einen Herzinfall. Raus mit der Sprache. Wer ist das Opfer? Und der Verdächtige? Das Opfer ist Herr Rabu. Er wurde von hinten angegriffen, als Herr Asami ein Foto von Herrn Urushiharas Weihnachtsbaum schicken wollte. Und als wir ihn fanden, war der Baum weg. Ja, das ist eine berechtigte Frage, ob wir einen tauben Zeigefinger haben. Um der Sache eine Lösung zu geben, wir sind keine Taube. Wir sind ein Mensch. Aber wir sind auf einer Taubenuni. Also wir sind in einem Ort, wo es nur Tauben gibt oder Wellensittiche. Aber wir selbst sind ein Mensch. Das wollte ich mir vielleicht nochmal klarstellen. So. Moment mal! Was soll das denn jetzt? Was soll das heißen, der Baum war weg? Ach, bitte brüll nicht so rum. Fragen kann man auch leise. Ach, sorry, es ist irgendwie mit mir durchgegangen. Ja, als Krallen könnte man durchgehen lassen, ist richtig. Das ist aber dann nicht die Hand, das wären ja eher die Füße. Ne? Manu. Tja, also wenn der Baum geklaut ist, dann deutet das wohl definitiv auf die Weihnachtsbande hin. Natürlich, es klaut ja auch sonst keiner Weihnachtsbäume. Die scheinen die Stadt zu durchstreifen und jeden Baum zu klauen, den sie sehen. Das ist ja furchtbar. Außerdem
hatten Herr Orochihara und ich uns echt angestrengt, diesen Baum zu schmücken. Was eine Frechheit. All die Gäste, die sich schon darauf gefreut hatten, ihn zu sehen, werden enttäuscht sein. Ach, diese Monster! Wie konnten sie nur Herrn Orochiharas wahnsinnig schicken, handdekorierten Baum stehlen? Ja, vor allem, wie stiehlt man einen ganzen Baum? Die waren bestimmt mehr als zwei. Irgendwie hat mich das an diese ganzen Anime-Lava-Games, die es irgendwie noch auf Englisch gibt. Das ist ein Visual Novel, ja. Surprise! Okay, dann gehen wir die besuchen. Weihnachten ist am Wochenende. Sie müssen noch in der Stadt sein. Ich denke, die schleichen doch sicher noch hier rum und suchen nach Bäumen. Ja, ich will Herrn Orochiharas Baum sowieso zurückholen. Gehen wir sie suchen, Wilma. Wir können gleich heute anfangen. Ihr zwei seid grässlich laut heute. Könnt ihr uns anderen denn nicht ein kleines bisschen Ruhe? Oh, Sakuya! Hör mal. Sie sind aufgetaucht. Die weißen Dämonen stehen kurz davor, die Stille der heiligen Nacht zu stören. Du kannst doch nicht einfach hingehen und den Dingen komische Namen geben. So wie ein gewisser Jemand, Wilma. In der ganzen Stadt werden Weihnachtsbäume gestohlen, Sakuya. Vielleicht hast du schon davon gehört. Ah, du meinst wohl den Unsinn, dem das hiesige Provinzblatt eine ganze Seite gewidmet hat. Widerwärtig. Gibt es denn nichts Wichtigeres zu berichten, ausgerechnet zu dieser Jahreszeit? Schon bezeichnend, dass solchem Mist so viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Magst du Weihnachten denn nicht, Sakuya? Was? Was glaubst du, woher ich stamme, du plebejisches Ding? Aus Frankreich? Richtig? Ach ja, natürlich. Weihnachten bedeutet ja vermutlich viel mehr als uns Japanern. Der Konferenzraum ist bereits mit einem besonders prächtigen Baum geschmückt. Eine Lebelle denkt eben an alles. Ich habe sogar darauf geachtet, dass er in der Nähe des Fensters platziert wurde, damit die Massen voller Ehrfurcht und Bewunderung zu ihm aufsehen können. Ihr könnt mir dankbar sein. Wer Weihnachten nicht feiert, ist kein wahrer Vogel. Merkt euch das, Chat. Wer Weihnachten nicht feiert, ist kein wahrer Vogel. So, wisst ihr Bescheid. Dies ist die Bedeutung, die Weihnachten für uns hat. Mit anderen Worten, zu dieser Jahreszeit ist Sakuya besonders fröhlich. Sollte man sich gleich notieren. Besonders fröhlich, Sakuya. Alles klar, wissen wir jetzt. Bäume verschwinden vor Geschäften, auf Gehwegen und an anderen leicht sichtbaren Stellen, Sakuya. Pass auf, dass er nicht gestohlen wird. Stellt mich nicht auf dieselbe Stufe wie euch Oriental mit eurem infantilen Verständnis von privater Sicherheit. Sagte ich nicht bereits, dass ich an alles denke? Ich weiß nicht, wer diese Schufte sind, aber in mein Territorium werden sie keinen Zentimeter eindringen. Die Sicherheit im Konferenzraum ist tadellos. Der Baum ist sicher. Naja, wir Japaner sind bei solchen Behauptungen eher etwas skeptisch. Beginnen wir mit den Ermittlungen, indem wir die Leute in der Stadt befragen, Ryuta. Ach, gute Idee. Lass es uns wissen, wenn du etwas Neues hörst oder bestohlen wirst, Sakuya.
wie oft muss ich es euch noch sagen? Mein Baum wird nicht gestohlen. Okay, gut. Oh! Beim Verlassen des Gebäudes erblicken Ryuta und ich Okusan, der die Rennbahn auf- und abstolziert. Oha! Okusan! Stolziert oder vielleicht eher hüpft? Na, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall scheint er geradezu blödsinnig gut gelaunt zu sein. Ho, 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 ho. Grrr, hu, hu, grrr. Du hast heute aber echt gute Laune, San. Ist etwas Schönes passiert? Weihnachten! Es ist fast schon Weihnachten! Was? Noch einer, der wegen Weihnachten durchdreht? Was ist es an Weihnachten, das Taubenherzen mit solcher Ausgelassenheit erfüllt? Ja genau, Pudding! Der DLC kam schon viel früher raus, aber ich habe es halt immer wieder vergessen, zu Weihnachten mal anzufangen. Und jetzt habe ich halt den Moment gerade erwischt, das ist alles. Gurr, gurr! An Weihnachten glitzert alles! Da freut sich Joksan! Gurr, gurr! Und alles duftet nach köstlichen Leckereien! Ach, da freut sich Joksan sehr! Westliche Bäckereien sehen zu dieser Jahreszeit so verlockend aus. Du verbringst doch viel Zeit in Kaufhäusern, stimmt's, San? Hast du schon mal von der Weihnachtsbande gehört? Gurr? Von wem? Von Bösewichtern, die Oxans köstliche Leckereien stehlen wollen? Von Bösewichtern, die hübsche Weihnachtsbäume stehlen wollen. Gurr, gurr! Weihnachtsbäume? Ja! Davon hat Oxan schon gehört. Gurr! Die Bäume im Kaufhaus für die High Society-Möwe sind verschwunden. Das Kaufhaus für die High Society-Möwe? Weißt du, wo das ist, Ryuta? Ja, ich hab da mal am Grabbeltisch gearbeitet. Ich zeig dir den Weg. Okay. Naja, genervt hat er nicht wirklich. Er stand so oder so aus. Und ich wurde mal mit der Nase wieder draufgestupst. Das wäre so, ne? Es ist ja nicht so, dass ich mich dagegen wehre, ne? Dann mal los zum Kaufhaus für die High Society Möwe. Wer kennt sie nicht? Die High Society Möwe. Holiday Staru. Oder so. Kaufhäuser kommen mir immer etwas unwirklich vor. Vielleicht auch ein bisschen dekadent. Fällt mir nicht leicht hineinzugehen. Ha, das ist schon okay, wirklich. Denk einfach nicht drüber nach, dann ist es ganz leicht. Kann er etwa Gedanken lesen? Was viel wichtiger ist, wir müssen eine Verkaufskraft nach den Diebstählen fragen. Ach, genau, stimmt. Verzeihung. Ja, kann ich Ihnen helfen? Als ob man in einem Kaufhaus wirklich mal eine Verkaufskraft findet, wenn man eine sucht. Jetzt mal ganz ehrlich, wie unrealistisch ist dieses Spiel, bitteschön? Ich hab's tatsächlich in den Panels unten nicht stehen, ne? Ah, das muss ich aber nachpflegen. Aber gut, dass du es sagst. Wissen Sie, wo Sie sich befinden, junge Dame? Das ist das Kaufhaus für die High Society Möwe. Richtig? Genau. Das Kaufhaus für die High Society Möwe.
Sagen Sie es noch einmal. Das Kaufhaus für die Society. Hi, Society Möwe. Gut. Dieses Geschäft ist High Society. Von der High Society und für die High Society. Das ist kein Ort für irgendwelche dahergelaufenen Menschen. Bitte gehen Sie. Oha. Oha. Ich dachte, bis eben dachte ich auch gerade, dass Mitarbeiter in einem Laden reine Illusionen sind. Ich habe noch nie gehört, dass sowas wirklich existiert. Einspruch! So ein bisschen wie Ace Attorney einfach. Welch unverfrorener Speziesismus! Ich hoffe, Sie sind bereit, Ihre Worte herunterzuschlucken oder sie mit der Waffe zu verteidigen, Sie Schwachkopf! Ziehen Sie blank, Mann, oder ich spieße Sie auf wie ein Bräuler! Oha, 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 oha! Wer wird denn hier mutig? Alter Schwede! Beruhig dich, Wilma. Wenn du hier einen Streit vom Zaun brichst, bringt uns das gar nichts. Bitte tu nicht so, als wärst du San. Ein guter Ratschlag. Und was genau ist an Oxan, das ihn so viel mehr High Society macht, als ich es bin? Bitte, wir wollten nur etwas fragen. Dann gehen wir auch sofort wieder. Ist die Weihnachtsbande tatsächlich hier eingebrochen? Sie sind nicht eingebrochen. Man hat sie nicht hereingelassen. Ach so, ja gut, natürlich. Aber wie Sie wissen, geht das Gebäude zur Straße hinaus. Die drei Weihnachtsbäume, die wir dort draußen aufgestellt hatten, wurden gestohlen. Am helllichten Tage klaut man Weihnachtsbäume. Logisch, drei Stück gleich. Gute Frage, wer kennt denn Bräuler? Das ist eine gute Frage, wer kennt die eigentlich? Muss man mal so befragen, ne? Kennt ja auch nicht jeder. Ist ja mehr so ein Ding aus einem anderen Bereich von Deutschland. Oder so. Naja. Weihnachtsbäume draußen. Genau wie beim Café Torimi. Wilma ermittelt. Ja. Sieht aus, als hätten sie es in erster Linie auf leichte Ziele abgesehen. Die scheinen ziemlich gerissen zu sein. Ja, genau, die haben sich selbst eingeladen. Man kennt es nicht anders, so ist das. Ich glaube, das könnte schwierig werden, Ryuta. Ah, ich kann den Nervenkitzel der Jagd schon spüren. Mein Jäger- und Sammlerblut kocht bereits. Genau zur rechten Zeit. Ich wusste, es war gut, dich mitzunehmen. Die gestohlenen Bäume waren nicht sehr wertvoll. Wir haben bereits neue bestellt. Meinen Sie, Sie könnten noch etwas warten, bevor Sie sie aufstellen? Die Diebe könnten schließlich wiederkommen. Wohl wahr, aber es ist fast Weihnachten. Wann sollten wir sie denn aufstellen, wenn nicht jetzt? Ja, zum Beispiel im Sommer, im Herbst, im Frühling oder erst dann, wenn wir die Bande dingfest gemacht haben. Just guessing. Nach dem 26. sind Weihnachtsbäume sowieso nur noch Müll. Die sind doch kein Müll. Man kann sie jedes Jahr wieder benutzen. Naja, okay, das vielleicht nicht. Das vielleicht nicht. Gab es irgendwelche Zeugen? Die Bäume standen im toten Winkel zwischen den Sicherheitskameras. Daher haben wir leider nichts. Was sind denn das für Sicherheitskameras bei so einem High Society Laden? Und warum stellt man die Weihnachtsbäume genau in den toten Winkel? Dann müssten die ja unter der Kamera gestanden. Naja. Zu beschäftigt damit, hochnäsig reinzublicken, statt mal durchs Fenster zu schauen. Wie? Oha, wir sind aber ganz schön angriffslustig heute. Ich wünsche Sie hier nie wiederzusehen, junge Dame.
Na, das war ja ein Reinfall. Nicht zuletzt, weil wir uns scheiße benommen hatten, möchte ich mal sagen, ja? So ziemlich das Einzige, was wir rausgefunden haben, ist, dass die Diebe es auf Schwachstellen draußen abgesehen haben. Vielleicht sollten wir gehen. Was? Sag bloß. Tja, verlassen wir jetzt das Kaufhaus? Schauen wir noch kurz in der Möbelabteilung vorbei? Oder vielleicht noch in der Bekleidungsabteilung? Eigentlich bringt es uns überhaupt nichts, wenn wir jetzt noch im Kaufhaus vorbeischauen, weil die Weihnachtsbäume standen draußen vor der Tür und ich glaube nicht, dass da noch irgendwo was anderes, aber wir können gerne auch bei der Bekleidungsabteilung gehen, kein Problem. Just for the lols. Ja, okay, das ist in Ordnung, aber ich verspreche mit euch halt gar nichts, ne? All diese hübschen Klamotten. Da fühle ich mich ganz deklassiert. Ja, sehr hübsch. Ich bin auch ehrlich sehr... Lass uns shoppen gehen. Ja, Das heißt deplatziert, nicht deklassiert. Er hat's schon wieder getan. Können Vögel überhaupt solche Kleider tragen? Sind die nur zur Dekoration? Ja, das sind halt Klamotten für Menschen, nicht für Vögel. Die Läden sind immer so hübsch zu dieser Jahreszeit. Ach, mir ist, als blickte ich in eine fremde Welt. Ja, sieht schon etwas unwirklich aus. Magst du Weihnachten, Wilma? Meine Familie ist Chin-buddhistisch, darum habe ich Weihnachten nie richtig gefeiert, aber ich mag es schon, wenn alle in Festtagsstimmung sind. Ich bin auch kein Christ, aber trotzdem mag ich die Atmosphäre. Übrigens glaube ich, die wenigsten Leute feiern das heute noch aus religiösen Gründen. Fast niemand mehr gefühlt. Ich wusste gar nicht, dass man beim Vögel... Ja, wer wusste das schon? Wer wusste das schon? Ach, und es gibt auch wirklich viel zu tun diese Jahreszeit. Ich bin immer total beschäftigt. Du verkleidest dich als Santa, stimmt's? Ja. Mit einem Minirock? Ja. Wieso kriegt Ryota immer alle Jobs, wo die Hauptfigur ein Mädchen ist? Ich hab da so eine Wild Guess, aber ich behalte ihn mal für mich. Nein, Weihnachten hat keinen religiösen Hintergrund. Das ist alles nur Wirtschaft und Shoppen und Geld ausgeben. Also es ist ein reines Geldding. Genau wie Rosenmontag. Na, egal. Ach, macht sicher Spaß. Ich würde auch gerne mal sowas niedliches, schulmädchenhaftes ausprobieren. Keine Ahnung, was ein Kostüm schulmädchenhaft sein soll, aber ich kann dich ja mal empfehlen. Nächstes Jahr können wir zusammen gehen. Uns vor den Prüfungen des dritten Schuljahres als Santa verkleiden. Bei den bloßen Gedanken daran kriege ich Herzflattern. Okay, Ryuta, alles klar. Hier gibt es nichts weiter zu finden. Gehen wir mal woanders nachsehen. Na schön. Wo gehen wir jetzt hin? Die Presse berichtet schon von den Diebstählen. Wenn wir herumfragen, finden wir bestimmt Augenzeugen. Klingt gut. Das war mehr als eindeutig, Ladies and Gentlemen. Was? Als wir in Richtung Ausgang gehen, hören wir hinter uns mit monumentalem Scheppern das Glas splittern. Ich drehe mich um und... Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Wer sind das? Da hast du deine Daumen übrigens bei Vögeln. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Was sind die denn? Sie sehen ein bisschen wie Tauben aus, aber nicht wirklich. Sind das... Ja, vielleicht sind es ja Tauben. Auf jeden Fall sind ein paar bizarre weiße Kreaturen dabei, Weihnachtsbäume und Rentiere aus Glas zu zertrümmern. ETF! Die Bibel ist doch eh nur eine Lüge. Am schnellsten kann man die durchlesen, wie man es bei den AGBs mal runterscrollen und weiterklicken.
die Bibel möchte ich mal sehen, wo ich dann anklicken kann, ich habe alles gelesen, dann weiter. Wäre mal eine Idee. Was sind die? Sind das Tauben? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Sowas wie die habe ich noch nie gesehen. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Diese Wesen toben durch die Weihnachtsdeko wie wuschelige Abrissbirnen und hinterlassen einen Haufen Scherben und entgangenen Umsatz. Da! Die weißen Kinder! Oh weh! Das ist nicht gut! Ihr zwei! Wo sind denn eure Eltern? Frohe Weihnachten! Auf jeden Fall muss ich euch mitnehmen in den Mitarbeiterraum. In High Society gibt es schließlich Regeln. Frohe Weihnachten? Wie zwei begossene Vögel trotten die Wesen hinter dem Sicherheitsband her. Wer war das denn? Kaum zu glauben, dass Leute ihre Kinder einfach so rumrennen lassen. Die Gesichter der Eltern möchte ich gerne sehen, wenn sie die Rechnung kriegen. Oh ja. Definitiv. Tja, Weihnachten scheint alle Leute ganz hektisch zu machen. Das sind doch keine Tauben, sondern getarnt und verkleidete Elfen, das sieht man doch. Natürlich, auf jeden Fall. Ein bisschen wie Dämonen, die bei Vollmond Amok laufen. Das trifft's, glaube ich, relativ gut. Ryuta und ich fragen noch einige Zeit in der Stadt herum, aber niemand hat die Bande wirklich gesehen. Anscheinend werden Bäume nicht nur draußen, sondern auch aus Gebäuden gestohlen. Wenn wir nur wüssten, wie die Schufte aussehen. Danke für Ihre Bemühungen. Wir haben alles abgesucht, wo der Baum stand, aber wir konnten einfach nichts finden. Tut mir leid, Herr Urushihara. Haben Sie auch nicht gesehen, Herr Urushihara? So ist es. Als Herr Kawara und ich draußen ankamen, da war der Baum schon fort. Allerdings... Ist denn noch etwas? Bitte sehen Sie sich das an. Herr Rabu hat es mir vor ein paar Minuten geschickt. Herr Urushihara zückt sein Handy. Ein Smartphone. Da schau her. Oha! Na Mensch, wenn das hier nicht die beiden, ne? Ach, das ist ja wie eine Weihnachtsgeschichte für Kinder. Wir wissen schon, wer es gewesen ist. Das ist ja einfach. Wenn da jetzt noch ein Twist kommt, also da muss noch ein Twist kommen, ansonsten ist es ja easy. Sie meinen, diese Schatten sind... Herr Rabu sagte, er habe die Aufnahme gemacht, kurz bevor er bewusstlos geschlagen wurde. Verdächtige Schatten, die den Baum fortschleppen. Das müssen die Schufte sein. Diese Silhouetten, die kommen mir sehr bekannt vor. Aber... Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ist vermutlich nichts dran. Wenn ich mir um solche Kleinigkeiten Sorgen machte, wäre ich in der gnadenlosen Nahrungskette nicht so weit gekommen. Sie sind also zu zweit. Und sie sind ziemlich klein. Obwohl das auf diesem Bild nicht so einfach zu beurteilen ist. Herr Rabus Handys sind meistens ziemlich obskure einheimische Modelle. Vermutlich ist deshalb die Auflösung nicht besonders hoch. Könnte ich mir gut vorstellen. Das hilft uns sehr weiter, Herr Urushihara. Richten Sie bitte auch Herrn Rabu unseren Dank aus. Wie geht es ihm denn inzwischen?
Asami kümmert sich um ihn. Rabu wirkt immer ein bisschen unfähig oder als wäre er in einer etwas misslichen Lage. Irgendwie, als wäre er dazu verdonnert, die ewige Nebenfigur zu spielen. Oh, das kenne ich sehr gut. Es ist nicht viel, aber wir haben einen Hinweis gefunden. Morgen früh nehmen wir die Spur wieder auf. Später am selben Abend in St. Pagination. Salut, Herr One. Ziemlich frostig heute Abend, nicht wahr? Sie sind noch hier, Julia? Hat man Sie nicht angewiesen, das Gebäude gemeinsam mit den anderen Schirmen zu verlassen, Notfälle ausgenommen? Nun ja, da tut sich gerade das eine oder andere. Etwas Ungewöhnliches? Und was, wenn man fragen darf? Es erging der Auftrag, dass Ermittlungen über die Weihnachtsbande einzuleiten seien. Hohe Priorität. Da geht es um die Ereignisse im Zusammenhang mit den Weihnachtsbäumen, nicht wahr? Bäumen wachsen ja nicht einfach Beine und sie marschieren auf und davon. Plötzlich in Luft auflösen tun sie sich ebenso wenig. Und was wäre eine Nacht voller ausgedehnter, sinnlicher Gespräche über süße Feiertagsliebe ohne einen glitzernden Baum? Hat er recht. Ich werde nur zu gerne das verteidigen, was die Damen und Herren der Stadt so unermüdlich für diese besondere Jahreszeit vorbereitet haben. Nun, sie wirken jedenfalls sehr eifrig. Etwas Leidenschaft ist gut, aber werden sie nicht leichtsinnig, nur weil der Fall so vollkommen idiotisch erscheint? Man kann nie wissen, wer uns eine Falle gestellt haben könnte und vor allem wo. Wird gemacht. Ich werde es mir in mein Taubenherz ritzen, Herr One. Dann gehe ich mir mal ein paar Dinge ansehen. Schließlich gibt es einen Baum auf dem Schulgelände. Davon höre ich zum ersten Mal. Wo steht er denn? Im Konferenzraum des Schülerrats. Man sieht ihn vom Gelände aus. Ja, surprise. Sakuya will sicher angeben mit diesem großen, schönen, echten Baum. Kein Schnabel darf ihn berühren, aber man kann immer durch sein Fenster sehen. Okay. Ach, das ist schon ziemlich kindisch. Es ist nichts einzuwenden gegen ein wenig Eitelkeit, wenn man noch jung ist. Solange man es nicht übertreibt. So wie Sakuya. Wie dem auch sei. Ich sehe mir den Konferenzraum mal an und gehe dann in die Stadt. Von Ritzen würde ich da mal lieber abraten. Ja, da gibt es den einen oder anderen, der da auch das schon mal so gesagt hat. Schwieriges Thema. Ich erstatte dem Hauptquartier dann später Bericht. Adieu. Okay. Die Weihnachtsbande. Der Stadt ihre Fröhlichkeit zu rauben, ist wirklich kein großer Verdienst. Ich werde mal nachsehen, ob ich irgendetwas finde, womit ich Sakazaki unterstützen kann. Oha, oha, oha. Ach, ganz schön zugig hier, wa? Der Konferenzraum ist ja ganz schön aufgepeppt worden, seit Sakuya hier ist. Nun, ich kenne ihn nur zu gut. Wird sicher so aussehen, als sei es schwierig, sich da reinzuschleichen, aber ganz bestimmt wird er irgendetwas Offensichtliches übersehen haben. Okay. Was? Was war das? Autsch! Das könnte übel werden. Ich rieche Sprengstoff. Riecht ihr das auch? Nein, das ist nur der Tee. Ja, ich kenne auch Leute, die das Problem haben. Von daher, kein gutes Thema. Was? Es ist kalt. Wirklich kalt.
Die Morgenluft um diese Jahreszeit ist schon gefährlich. Meine Nase tut weh davon. Das wäre mit Schal nicht passiert. Die Vögel tragen alle ihr Wintergefieder. Ob es sich so anfühlt, als hätte man überall eine daunengefüllte Steppdecke? Das ist eine berechtigte Frage. Ach, hätte ich doch auch Wintergefieder. Leider ist meine Haut so nackt und zart wie mein Herz. Also sollte ich mich am besten beeilen, dass ich in die Schule komme. Auf dem Schulgelände geht es heute ja ganz schön hektisch zu. An der Seite des Schulgebäudes kreist ein ganzer Schwarm Vögel. Ruhe bewahren, meine Lieben. Es könnte gefährlich sein. Kommen Sie also bitte nicht zu nahe. Sorgen wir dafür, dass keinem Schnabel etwas geschieht, ja? Herr Nanaki, was ist passiert? Es muss etwas Schlimmes sein, wenn Sie um diese Tageszeit hellwach sind. Oh ja, stimmt. Der war ja nicht so der Tagübermensch, da war ja mehr so der Nachtmensch. Oh, guten Morgen, Vögeln! Huch! Ups! Der redet ja uns mit Nachnamen an, das, ja, ja, gut. Nun ja, also, wie es aussieht, ist die Diebesbande eingebrochen, denke ich. Die Diebesbande? Meint er etwa? Ganz recht, die Weihnachtsbande. Anscheinend sind sie letzte Nacht eingebrochen. Wie es aussieht, haben sie sich des Baumes im Konferenzraum des Schülerrats bemächtigt. Und ich dachte, das wäre so großartig abgesichert. Was ist denn da los? Gute Arbeit, Sakuya. Der Baum ist sicher. Toll, ganz groß. Aber Sakuya wirkte so selbstzufrieden, als er von seinen perfekten Sicherheitsmaßnahmen sprach. Was ist denn passiert? Sehen Sie mal nach oben. Okay. Nach oben? Im Sinne von nach oben zum Konferenzraum oder nach oben zum Himmel? Ach so, ja gut, okay. Die Fanfare war durchaus berechtigt. Ins Fenster des Konferenzraums, beziehungsweise in die Mauer, wurde ein Loch gesprengt. Wow! Jetzt ist das nicht nur eine Diebesbande. Ich wette, um das durchzuziehen, mussten die mindestens noch 5 weitere Gesetze brechen. Die stehen definitiv auf Weihnachtsbäume. Was für ein krasser Fetisch. Aber sie hätten es leichter gehabt, wenn sie einfach gefragt hätten, ob sie ihn haben könnten. Das ist so der Klassiker. Man geht zu jemandem hin, darf ich deinen Weihnachtsbaum haben? Und jemand wie Sakuya sagt sofort immer, ja natürlich. Was denkt sich Kazuaki denn dabei? Ist schon ein bisschen naiv, oder? Der Baum stand in der Nähe des Fensters, richtig? Wenn sie so eingebrochen sind... Tief in Gedanken lasse ich den Blick sinken und da sehe ich etwas Weißes auf dem Boden. Ziemlich schwer zu erkennen, was es ist, denn es liegt zwischen lauter Gipsbrocken und zerbrochenem Glas, aber es sieht aus wie ein Stück Fell. Es ist keine Feder. Es sieht aus wie etwas, das von einem Plüschtier stammt oder vielleicht von irgendeinem Säugetier. Aber ich bin das einzige Säugetier hier in der ganzen Schule. Das könnte ein wertvoller Hinweis sein. Bloß hier rumstehen bringt mich nicht weiter. Ich muss Sakuya dazu kriegen, mir genau zu berichten, was passiert ist. Als ob er dabei war. Und unterwegs könnte ich gleich ein paar andere Sachen überprüfen. Wohin geht es jetzt zuerst?
Naja, also warum sollten wir in die Bibliothek? Ganz offensichtlich sollten wir in den Konferenzraum des Schülerrates, oder nicht? Klar, kannst du mir beim Weihnachtsbaum geben, wenn ich einen hätte. Am besten nach Weihnachten, dann brauche ich ihn eh nicht mehr. Genau. Genau so. Wir gehen natürlich in den Konferenzraum, weil das ist halt der offensichtlichste Weg. Im Konferenzraum des Schülerrats ist die Atmosphäre ungewöhnlich ernst. Ja, kein Wunder, da ist ein Loch in der Wand. Diebstahl wäre ja eigentlich schon schlimm genug, aber ein Bombenanschlag? Letzteres ist wohl eindeutig beunruhigender. Wilma! Oh, Ryuta, guten Morgen. Wie du siehst, hat Sakuya sich mit seiner Behauptung, der Baum sei sicher, ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Und jetzt ist es kaputt, das Fenster. Ah, ja, das kann man wohl sagen. Immerhin hat er mich dazu gebracht, die Sache mit den Diebstählen ernster zu nehmen. Na dann, auf zum Tatort! Ja, das, ich würde sagen, da ist aber ist ganz schön luftig hier, ne? Ich würde sagen, da ist ein Loch in der Wand, oder nicht? Wow. Sakuyas tadelloses Sicherheitssystem ist komplett ausgehebelt worden. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Ist es in diesem barbarischen Land etwa gang und gäbe, Schulhäuser zu bombardieren? Nein, wohl eher nicht. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Das ist völlig inakzeptabel. Wer hat sich denn diese erbärmliche Geschichte ausgedacht? Wer? War deine Sicherheit denn nicht perfekt, Sakuya? Ich dachte, du hättest gesagt, sie stehe auf einem ganz anderen Niveau verglichen mit unseren primitiven Konzepten. Das Loch muss da sein, ist eingeplant. Ja, definitiv. Genau da soll ein neues Fenster rein. Genau. Ah. Sie war perfekt. Zumindest was die Tür betraf. Was für Schurken gehen denn mit Sprengstoff durch die Wand? Naja, wenn die Tür abgesichert ist, dann muss man halt anders rein. Durchs Fenster oder eben durch die Wand. Was erwartest du, Sakuya? Unglaublich. Ich bin entrüstet. Wenn sie einbrechen wollen, wieso tun sie dann nicht wenigstens so, als könnten sie sich benehmen und kommen durch die Tür? Wie einfältig Sakuya doch ist. Wenn man etwas haben will, ist egal, wie man drankommt. Als ob so Einbrecher sagen würden: Schönen guten Tag, wir kommen mal eben kurz durch die Tür, nehmen was mit und gehen dann wieder. Auf Wiedersehen. Schönen Dank für das Stellen der Sicherheitsmechanismen. Haben wir uns sehr mit schwer getan. Ja, danke. Wir gehen dann auch wieder. Nein. Das Fenster rauszupusten ist nicht unbedingt die übliche Vorgehensweise beim Einbrechen. Aber ist es nicht etwas problematisch, nur die Eingangstür zu sichern? Ich frag ja nur. Hast du die Kriminellen denn gesehen, Sakuya? Nein. Ich habe auch erst bei meiner Ankunft heute früh vom Einbruch erfahren. Aber da, seht euch das an! Er deutet gestikulierend auf die Ecke beim Fenster. Auf dem Boden liegt ein Häufchen schwarzes Zeug. Was ist das? Hör, wenn das mal nicht Schwarzpulver ist, Mensch. Oh, da sind Fußspuren.
Moment mal. Ist das der Weihnachtsbaum? Jetzt sag nicht, wir haben den Weihnachtsbaum einfach in die Luft gesprengt. Oder was davon übrig ist. Sieht aus, als hätte es ihn erwischt, als sie das Fenster rausgesprengt haben. Ich hatte mich schon gefragt, ob der Baum was abbekommen hat. Immerhin stand er direkt neben dem gesprengten Fenster. Nur noch Asche übrig. Sie haben ein verbrecherisches Ultimatum hinterlassen, gleich daneben. Ein Ultimatum? Das haben Sie vorher noch nie getan, oder? Das schauen wir uns mal an. Was? Wir haben Upsi gemacht. Baum ist puttegangt. Tut uns echt schade. Frohe Weihnachten. Offensichtlich haben wir ja auch ein bisschen was mit Analphabeten zu tun. Oder mit kleinen Kindern. Wir haben Upsi gemacht. Baum ist puttegangt. Naja, tut uns echt schade. Ich sag's, das sind die, ne? Die mit den, die am, ne? Und, ne? So. Das erinnert mich an den einen Clip von Twitch Gips Germany, wo der eine erzählte, dass um 21.30 Uhr Handwerker auf seinem Balkon sind. Er dachte sich auch nur so, ich glaube, ich sollte die Polizei rufen, dass er vielleicht noch ein Einbrecher sein könnte. Gesagt, getan, am Ende stellt sich raus, es waren wirklich die Handwerker dümmen. Frisch geschlüpfte, ja, auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch mehr. Wir haben Upsi gemacht. Baum ist puttegangt. Tut uns echt schade. Frohe Weihnachten. Armer Herr Glitzerstern ist jetzt ganz alleine. Haben ihn mitgenommen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Das ist das Ultimatum. Liest sich eher wie ein Entschuldigungsbrief von einem Kind, das Tante Mildreds antike Vase zerschmissen hat. Das ist ein Tippfehler, es muss Tante heißen. Egal. Hätte mich ein Plan zu als Zombies, nicht ganz. Ach, diese Schurken! Die Weihnachtsbaumspitze mitzunehmen, den wertvollsten Teil und einfach wegzulaufen. Weihnachtsbaumspitze? Der Stern, der ganz oben auf dem Baum sitzt. Oh, so nennt man das also. Die haben den Baum zerstört und die Spitze gestohlen. Das ist ein schrecklicher Affront gegen meinen illustren Namen. Ich schwöre, ich werde sie verfolgen, aufspüren und streng bestrafen. Keine Milch für die Cornflakes. So. Das wäre Selbstjustiz, Sakuya. Japan ist ein Verfassungsstaat. Das kannst du nicht tun. Aber irgendwie kann ich ihn schon verstehen. Hätte ich so viel Zeit und Mühen investiert, um etwas zu schmücken, und dann käme jemand und jagte den halben Raum in die Luft, in dem es steht, ach, da wäre ich wohl auch stinksauer. Herr Orochiharas Baum gestohlen, Sakuyas Baum eingeäschert und die Baumspitze gestohlen. Wir müssen dafür sorgen, dass sich solche Tragödien nicht wiederholen. Aber nur mit dieser Entschuldigung oder Weihnachtskarte oder nennen wir es Ultimatum oder was auch immer, werden wir die Schuldigen kaum auffinden. Fragen wir doch Herrn Ono, ob er etwas gesehen hat. Er hatte Nachtdienst, also müsste er ja da gewesen sein. Oh, guter Plan. Führe uns hin, Vögeln. Hör auf, mich wie deine Untergebene zu behandeln, du Präriehuhn in Satinhöschen. Geht ihr beiden schon los. Ich bleibe hier und sehe nach, ob ich noch Hinweise finde. Bis gleich, dein Ryuta. Oha, 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 oha. Es ist schrecklich kalt hier drin.
Mit einem Loch in der Wand wie dem hier fühlt es sich genauso an, als wäre man draußen. Gute Frage. Ich wüsste gerne, wie die Gesetzlage in Japan ist. Haben die noch einen Kaiser oder auch so ein schlecht durchdachtes System wie wir Deutschen? War der Kaiser nicht in China? Ich glaube, die haben ein anderes System, wenn ich mich nicht irre. Dr. Iwamine. Sie hätte ich hier als letztes erwartet. Ich bin gekommen, um mir die Leiche anzusehen. Was denn für eine Leiche? Wo haben Sie gehört, dass es eine Leiche gäbe? Die Melodie und der Charakter dazu ist ja großartig. Ja, das ist der Kannibale. Oh. Eine Leiche? Ach, und ich hatte schon gehofft. Bitte sagen Sie das nicht mit so einem enttäuschten Gesicht. Naja, macht nichts. Es ist trotz allem ein faszinierender Tatort. Ich schätze, ich sehe mich mal um. Bitte beachten Sie mich gar nicht. Ich habe nicht vor, Ihnen ins Gehege zu kommen. Es gibt keinen Grund, Beweismittel zu manipulieren. Fürs Erste. Ho, 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 ho. Das ist eine ganz bekannte, ist das nicht sogar? Nee, Carol of Bells ist eine ganz bekannte Weihnachtsmusik eigentlich. Allein mit dem Doktor in einem halb zerbombten Raum. Ich hoffe, ich komme hier lebendig raus. Verzeihung? Was ist denn das für ein deprimierender Raum? Das ist der Wartungsraum. Herr One verbringt hier auch die Nächte. Ich finde ihn gemütlich. Man merkt, hier wohnt jemand. Gemütlich? Erledigen wir, weswegen wir gekommen sind, und dann nichts wie weg, ehe die Armseligkeit und die Verwerflichkeit hier abfärben. Herr One, sind Sie da drin? Salut, mon ami. Kommst du mich besuchen? Julia? Er sitzt an einem niedrigen Teetisch. Oh nein, der verantwortungslose und etwas mitgenommen aussehende Julia könnte ein wenig zu attraktiv sein. Ach, das war ja klar. Ein so abstoßender Ort muss zwangsläufig abstoßendes Publikum anziehen. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen, Sakuya. Wir sind hier, um mit Herrn One zu sprechen. Was hat dich hergeführt, Julia? Ich halte die Stellung, während One fort ist. Fort? Unmittelbar nach einem Einbruch? Sehr verdächtig. Ich schlage vor, wir nehmen ihn bei nächster Gelegenheit fest. Das verstehst du falsch. Er erledigt ein paar Dinge, damit unsere Ermittlungen bezüglich des Diebstahls reibungslos laufen können. Immerhin haben er und ich beide gesehen, Julia und One, ihr habt das Verbrechen beobachtet? Was? Das haben wir allerdings. Es ist nicht leicht, ein Held der Gerechtigkeit zu sein. Ständig hat man Ärger an der Backe. Wieso hast du mich nicht auf der Stelle verständigt? Elende Kuckucksbrut! Verständigt? Wie denn? Seit Monaten bitte ich dich um deine Telefonnummer und jedes Mal wimmelst du mich ab. Selbst schuld, Sakuya. Ja. Hast du die Täter gesehen, Julia? Ja, in der Tat. Furchterregende Gegner. Steckt eure Stäbe nicht zu tief da hinein. Ihr könntet sie verlieren. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Das passt zu dir, Kuckucksbrut, dass du dich voller Furcht in dieser elenden Bruchbude verkriechst. Ich für meinen Teil werde diese Übeltäter stellen und Rache nehmen.
Auch ich schwöre, die gestohlenen Bäume zurückzubringen. Jäger- und Sammler-Ehrenwort. Wie tapfer von euch. Lasst mich euren Mut mit einem kleinen Beweisstück belohnen. Julia nimmt eins der auf dem Tisch ausgebreiteten Fotos und hält es uns hin. Sie waren schon auf dem Weg nach draußen, als ich am Tatort ankam, und leider habe ich ihre Spur verloren. Aber ich bin Profi und ich konnte sie nicht einfach so entkommen lassen. Also habe ich sie fotografisch festgehalten. Das sind die Täter. Ja Mensch, das überrascht ja wenig. Was sind diese weißen Dinger? Oh, seht ihr das? Das schockt selbst eine tapfere Jägerin und Sammlerin. Nee, nee, das ist es nicht, Julia. Ich kenne diese Kreaturen. Oh, sind das etwa Freunde von dir? Wer sind sie und wo wohnen sie? Sag es mir, auf der Stelle. Wer sie sind, weiß ich nicht genau. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Ihr zwei, wo sind denn eure Eltern? Frohe Weihnachten! Auf jeden Fall muss ich euch mitnehmen in den Mitarbeiterraum. In der High Society gibt es schließlich Regeln. Vielen Dank für diesen Flashback. Nein, doch! Oh. Genau so. Frohe Weihnachten. Das sind die beiden Dinger, die von dem Sicherheitsmann im Kaufhaus für die High Society Möwe ausgeschimpft wurden. Stimmt doch, oder? Die wurden gestern erwischt, als sie in der Weihnachtsabteilung eines Kaufhauses randaliert haben und sind vom Sicherheitsdienst abgeführt worden. Was zum? Die haben es anscheinend auf alles abgesehen, wo Weihnachten draufsteht. Obwohl, ich kann ihren Enthusiasmus für Heiligabend verstehen. Wir hatten gedacht, sie wären auf leichte Ziele aus, aber wenn sie erst einmal etwas im Visier haben, scheinen sie keine Ruhe zu geben, bis sie sich in den Nagel gerissen und kaputt gemacht haben. Die ganze Stadt ist voller Weihnachtsdekorationen. Wir können nicht vorhersehen, wo sie als nächstes zuschlagen, ihnen also auch keine Falle stellen. Würde ich so nicht sagen. Mit einem extravaganten Baum an einer unübersehbaren Stelle könnten wir sie leicht anlocken. Meint ihr nicht? Mutig sind sie, aber besonders schlau scheinen sie nicht zu sein. Ich stimme Julia zu. Ich denke, wir sollten versuchen, sie zu ködern. Dann ist es also abgemacht. Und der beste Köder wäre der schönste Baum der Stadt. Richtig, Sakuya. Der schönste Baum der Stadt. Weißt du da einen guten, Sakuya? Willst du damit andeuten, wir sollten den Baum der Familie Le Bel als Köder benutzen, Kuckucksbrut? Aber klar. Wenn man bedenkt, wie viel Arbeit er in den Baum für den Konferenzraum gesteckt hat, dann hat er garantiert einen herrlichen, dekadenten Baum zu Hause. Das scheint die beste Wahl zu sein. Und du willst ja wohl kaum davonkommen lassen damit, dass sie deinen anderen Baum abgefackelt haben, oder? Le was? Le Bel. Natürlich nicht! Wo steht denn euer Baum, Sakuya? Im großen Salon. Er ist von außen nicht zu sehen. Es würde sehr viel Zeit und Arbeit kosten, ihn nach draußen zu versetzen und neu zu dekorieren. Ich halte das für keine realistische Option. Dann müssen wir uns auf Zeitungsanzeigen und Mundpropaganda verlassen.
Familie Lebel aus Frankreich stellt den Bürgern von Littledorf Hatchiman City ihren herrlichen Weihnachtsbaum vor. Oder sowas. Wer hat gesagt, dass wir unsere Villa der Öffentlichkeit zugänglich machen? Warum nicht die Gelegenheit nutzen und ein wenig zur Schau stellen, was man hat? Es ist schließlich dein erstes Weihnachten hier. Gleichzeitig ließe sich so der Ruf der Familie Lebel in die Welt tragen. Na komm, Sakuya, zeig es der ganzen Stadt. Lass jeden Schnabel wissen, dass ihr einen extravagant dekorierten Baum zu Hause habt. Die Diebe werden davon hören und sie werden kommen, um ihn sich anzusehen. Und dann schnappen wir sie uns. Also gut, ich werde euch helfen. Cool. Ich bereite alles für eine Ankündigung in der Abendpresse vor. So etwas wie: Heute Abend zeigt Familie Lebel ihren Weihnachtsbaum der Öffentlichkeit. Alle Weihnachtsfans sind willkommen. Dürfte doch passen, oder? Ah, das klingt prima. Aber was für eine Art von Superschüler bist du, wenn du so einen guten Draht zur öffentlichen Presse hast? Für eine so reizende junge Dame wie dich würde jeder junge Täuberich zum Super-Täuberich, mon ami. Ich bin aber weg. Adieu. Ja, Schnabeltiere. Tauben halt. Ach, geschwätziger Bastard. Julia legt den Köder für uns aus. Also sollten wir einen Plan ausarbeiten, wie wir die Diebe in eurem Haus fangen wollen, Sakuya. Vernünftiger Vorschlag. Dann planen wir unsere Strategie nach der Schule. Es ist erst Mittag, aber der Wind ist kalt. Wenigstens ist es heute halbwegs Tag. Wenn es schon Abend wäre, würde man hier drin erfrieren. Warum halten wir das Treffen hier ab, Sakuya? Liegt das nicht auf der Hand? Weil das mein Bereich ist. Dein beraubter Bereich? Ach, Abschaum, du verspottest mich. Beraubt kommt im Wortschatz eines Lebel nicht vor. Das ist doch egal. Machen wir jetzt endlich unseren Plan. Sakuya ist unerwartet gut darin, vom Thema abzulenken. Hier haben sie Sprengstoff benutzt. Was meint ihr, wie gehen sie die Villa an? Sie könnten so tun, als seien sie normale Gäste und einfach durch den Vordereingang kommen. Seems lit. Könnten sie, ja. Aber ihr Ziel ist der Baum. Selbst wenn sie also reinkommen. Sie können den Baum nicht mitnehmen. Julias Foto hat gezeigt, dass sie ziemlich klein sind. Den Baum könnten sie unmöglich zu zweit da rausschaffen. Wie könnten sie ihn denn sonst da rausboxieren? Ich denke, dazu brauchen sie schweres Gerät. Also meinst du, die Rücken im LKW an oder so? Jedes verdächtige Fahrzeug, das sich der Villa nähert, wird sofort neutralisiert. Bitte was? Also brauchen wir Wachen, die in alle Richtungen nach irgendwelchen Lastwagen oder Kränen Ausschau halten. Die Villa wird um 7 Uhr geöffnet. Sollten wir heute Abend auch dort sein? Ja. Das sollte dazu beitragen, dass die Sache optimal verläuft. Dann sehe ich euch beide dort. Wir müssen die Bande noch vor dem Weihnachtsfest stellen. Oha, oha, oha. Es spitzt sich zu. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ehe ich zu Sakuyas Haus muss. Die Zeit reicht aber nicht, um selbst nach Hause zu gehen. Was mache ich denn mal? Vielleicht sollte ich mir in der Stadt eine Art Waffe besorgen. Hatte Angel nicht erwähnt, in einem der alten Läden der Stadt bekäme man jetzt Excalibur? Da sollte ich vielleicht mal hin.
Ja, das ist natürlich auch die allerbeste Waffe, die man sich dafür vorstellen kann. Man hat so zwei kleine Taubenviecher mit Daumen, die Weihnachtsbäume klauen, die nicht mehr vernünftig schreiben können. Und die einzige Waffe, die dir einfällt, ist Excalibur, das mächtige Schwert. Natürlich, was sonst? Da habe ich den rot leuchtenden Knopf drücken, wo Feuer draufsteht. Auf jeden Fall, Partikelkanone, alles klar, go, go. Aus dem Chemiesaal kommt eine vertraute Gestalt. Doktor? Ah, da ist ja Fräulein Vögel. Die Schule ist doch aus für heute, nicht? Was haben Sie hier zu suchen? Ich wollte gerade nach Hause. Und was ist mit Ihnen? Sieht aus, als versuche er, ein großes Gestell mit Reagenzgläsern zu verstecken, das er dabei hat. Ich habe ein paar Tests gemacht, um einige Dinge zu bestätigen. Wenn ich dran denke, dass ich erst jetzt Zugang zu diesen Proben erhalte, das ist einfach unvernünftig. Er macht einen wahrhaftig unzufriedenen Eindruck. Hat er sich jemals so offensichtlich emotional gezeigt? Vielleicht sind ja die Tests daneben gegangen. Naja, ich weiß zwar nicht, was los ist, aber nur Mut, Doktor. Ich bin sicher, es wird sich alles zum Guten wenden. Zum Guten? Das ist das Letzte, was ich brauchen kann. Und mit dieser ungehobelten Antwort trollt er sich in Richtung Krankenstation. Ich wünschte, ich könnte ihm etwas von meiner Fröhlichkeit abgeben. Ich habe so viel davon, dass ich mich drin wälzen könnte. Sagen Sie mal, Fräulein Vögel. Ja, Doktor? Er bleibt stehen und wendet sich um. Haben Sie irgendwelche Nahrungsmittelallergien? Allergien? Wie gegen Erdnüsse oder Fisch? Gegen Sojabohnen zum Beispiel? Nee, habe ich nicht. Glaube ich jedenfalls. Tatsächlich? Er entfernt sich mit einem selbstzufriedenen Ausdruck im Gesicht. Sie müssen schon erklären, weshalb Sie fragen, Doktor. Wenn Sie einfach weglaufen und so zufrieden dreinblicken, wird man Sie melden. Oh je. Ping! Sakuyas Weihnachtsbaum wird in wenigen Minuten der Öffentlichkeit gezeigt. Dienstvögel flattern emsig durch die Villa. In der Mitte des großen Salons. Das muss der Baum sein. Wie gigantisch er aussieht, sogar in einem so großen Saal. Den einfach wegzuschleppen wäre gewiss nicht leicht. Draußen scheinen sich ziemlich viele Leute eingefunden zu haben. Anscheinend haben sich Sicherheitsleute in Zivil unter die Wartenden gemischt. Im Gebäude selbst befindet sich natürlich ebenfalls eine große Anzahl von Sicherheitsleuten. Vor Furcht und Schrecken in der Nacht schützt die treue Möwenwacht. Aha, nun gut. Ach, die Möwenwacht. Streng, wo es nötig ist. Dein Haus ist ja riesig, Sakuya. Ist das nicht schrecklich lästig zu putzen? Ich kann deine Frage nicht nachvollziehen. Weshalb sollte ich mir über so etwas Gedanken machen, wo ich doch Personal habe? Bis vor kurzem wusstest du ja nicht einmal, wo man einen Mob oder wie man einen Mob benutzt. Solcher Unsinn ist etwas für Bürgerliche. Ein Adeliger wie ich
hat mit so etwas nichts zu schaffen. Och, wie schade. Du hättest alle Anlagen zum genialen Domestiken, Sakuya. Stimmt. Du warst beim Schuljahresabschlussputz eine viel größere Hilfe, als wir alle gedacht hätten. Ach. Sakuya wirkt beunruhigt. Zweifellos weiß er nicht, ob er es als Lob oder als Beleidigung deuten soll. Wie dem auch sei. Nun habe ich Bettlern und Plebejern einen Blick auf meinen prächtigen Weihnachtsbaum gewährt. Seid ihr sicher, dass die Diebe auftauchen werden? Ich denke, das hängt ganz von ihnen ab. Yuya hat die Sache gut publik gemacht. Ich glaube, wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie Bescheid wissen. Ich habe im ganzen Gebiet Leibwächter der Familie Le Bel abgestellt. Sobald die Diebe eintreffen, wird man sie innerhalb von 2 Sekunden ergreifen. Wenn das genauso gut funktioniert wie seine Sicherung im Konferenzsaal, dann bin ich total beruhigt. Die Mucke, ey. Das ist eine Weihnachtsgeschichte. Herr Sakuya. Was ist, Albert? Es ist ein Brief gekommen, Herr. Hier ist er, Herr. Was steht denn da, Sakuya? Die haben Nerven. Das ist ein Brief, der ihren schändlichen Willen kundtut. Schreiben Sie, dass Sie kommen? Darf ich mal sehen? Sakuya gibt Ryuta den Brief. Da steht... Okay. Wir wollen den großen Baum. Frohe Weihnachten. Wir wollen den großen Baum. Frohe Weihnachten. Das ist dann also eine Art Willenserklärung? Eine ziemlich niedliche. Könnte fast eine Weihnachtskarte sein oder ein Wunschzettel an Santa. Sie wollen den Baum und erwarten, dass wir ihn herausrücken? Wenn Sie ihn wollen, dann sollen Sie kommen und ihn holen. Frohe Weihnachten! Sie sagen, Sie geben ihn nicht her. Frohe Weihnachten! Sie sagen, wenn wir ihn wollen, sollen wir kommen und ihn holen. Bäh? Mag ja sein, dass es eine Weihnachtsgeschichte ist, aber auf Dauer ist das Gedudel doch schon, anstrengend. Man wird schon bescheuert dabei, umso länger das so... Ja, aber es ist Weihnachten. Das entschuldigt einfach alles. Na Mensch, Überraschung, wer da ist. Guck mal, die beiden Dings. Genau. Sakuya, hinter dir. Frohe Weihnachten! Zeit für Plan B. Da! Das ist die Sakuya, die Weihnachtsbande. Was? Ihnen nach! Greift sie euch! Haben sie Tomaten auf den Augen, sie dämliche Möwe? Wie sind die überhaupt hier reingekommen? Haben die gedacht, sie kriegen den Baum, indem sie einfach nur nett drum bitten? Es nutzt nichts, Sakuya. Auch ich habe mein Bestes versucht, um sie zu kriegen, aber sie sind mir entwischt. Von den Sicherheitsteams habe ich auch kein Wort gehört. Anscheinend sind sie entkommen. Ach, was für eine entsetzliche Verschwendung einer Gelegenheit. Bevor sie verschwunden sind, haben sie doch einen Plan B erwähnt, richtig? Ich glaube, die haben noch nicht aufgegeben. Wir sollten auf der Hut bleiben. Wahrscheinlich sind sie weggelaufen, haben alle weggelockt, sind umgedreht und haben dann den Baum geklaut. Wetten? Hm.
Das ist mir sehr wohl klar. Kehren wir zur Villa zurück. Ach, es ist kalt. Und die Bande ist auch nicht aufgetaucht. Na, es ist schon fast Mitternacht. Vielleicht sind sie bereits nach Hause gegangen und strecken ihre Beine gerade gemütlich unter einen beheizten Tisch. Uah, ich will meine Beine auch unter einen beheizten Tisch haben. Ich habe Ihnen etwas Ingwertee zubereitet, Fräulein. Bitte sehr. Oh, der Butler. Vielen herzlichen Dank. Mir war schon immer klar, so ein Black Butler weiß ganz genau, was man braucht. Wow, die Anspielung an den Anime. Guter Anime übrigens. Irgendwie fehlt mir der Don in der Geschichte. Gibt's vielleicht noch, man weiß es nicht. Sehr wohl, Fräulein. Was gibt es Neues von draußen? Nichts zu berichten? Alle Teams melden sich pünktlich und planmäßig. Nichts zu berichten. Haben diese Feiglinge etwa schon aufgegeben? Es wird allmählich viel zu spät für uns. Ich wünschte, sie würden uns einfach sagen, dass sie nicht kommen. Was war das für ein Geräusch? Gepanzerte Einheiten des Feindes im Westsektor. Wir werden angegriffen. Sakuya, Ryota, los kommt! Was zum Henker? In den nächtlichen Straßen herrscht plötzlich Aktivität. Die Wache hat gepanzerte Einheiten erwähnt, richtig? Was bedeutet? Sie haben ein Fahrzeug dabei. Sowas wie ein LKW oder so. Das ist nicht von Belang. Mein Lübbel Elite Sicherheitstrupp wird sie innerhalb von Sekunden neutralisieren. Ein Bericht, Herr Sakuya. Die Lübbel-Sicherheitskräfte wurden innerhalb von Sekunden neutralisiert. Oha! Was? Black Butler soll ein sehr guter sein. Hat mal jemanden da rein. Was? Hat mal bei jemandem da reingeschaut. Mich hat er nicht gefesselt. Vielleicht schaue ich immer noch mal nach. Du kannst ja auch den Anime angucken. Der geht zwar, der ist ein bisschen anders als die Mangas. Ich habe nur die Mangas gelesen. Die haben mir sehr gut gefallen, tatsächlich. Der Anfang zieht sich ein bisschen, aber das wird dann mit der Zeit immer besser. Seht ihr? So geht es denen, die sich gegen die Familie Lebel stellen. Ha, ha, ha. Sakuya, warte. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, wurden, nicht werden. Was? In der Tat, Herr. Dieses Geräusch. Da kommt was. Das seht doch nur. Jo, als ob die Panzer haben. Was? Das ist die Weihnachtsbande. In einem Panzer? Klar, was auch sonst. Wow, die rücken nicht einfach bloß mit dem LKW an. Das übersteigt meine Erwartungen dann doch. Frohe Weihnachten! Wir stehlen den Baum, wir stehlen den Baum. Ja, was machen wir denn jetzt? Das Ding fällt direkt auf... Die haben scharfe Munition? Stopp! Advance Wars 3.0. Ihr habt es echt so Tauben-Edition einfach. Was sind das für Dämonen, die meine wunderschöne Villa beschädigen wollen? Es sind noch Vögel drin. Ich gehe sie da rausholen. In den Konferenzraum haben sie ein Loch gesprengt, ohne nachzudenken. Wenn die so weitermachen, sieht dein Haus bald aus wie meins. Was? Das darf nicht sein! Wir müssen sie aufhalten. Was kann ich tun?
Ich muss den Panzer der Bande aufhalten. Ja, das ist Briefkastenattacke oder Faust der Teenagerin. Faust der Teenagerin. Bink. Au. Ich würde sagen, wir machen die Briefkastenattacke. Ich hoffe, das ist richtig. Ich brauche irgendwas als Waffe. Ich krieg beides Lust auf jeden Fall, ja. Da! Das wird gehen! Nicht böse sein, japanische Postholding-Gesellschaft! Ich werde mich später in aller Form entschuldigen! Ich reiße einen Briefkasten in der Nähe heraus und ziele auf den heranrückenden Panzer! Nehmt dies! Ungewöhnlich schwerer Briefkasten, übervoll der schwellenden Masse an Neujahrs- und Weihnachtskarten. Das klang ja gar nicht so blöd. Nichts. Ach komm. Es hat gar nichts bewirkt. Tut mir leid, Sakuya. Ich habe noch nie versucht, ein Tier aus Metall zu jagen, also weiß ich auch nicht von seinen Schwachstellen, wo die Schwachstellen so sind. Selbst meine Elitewachen waren ihm nicht gewachsen. Weder Vogel noch Mensch kann dieses Ding bezwingen. Ein lautes Krachen schallt durch die Nacht. Und der Panzer steht still. No, no, no. Ein Taubengentleman darf doch nicht so leicht aufgeben, Sakuya. War, als ob er einfach mit dem Snipergewehr geschossen hat. Julia! Und du mutest einer Dame diese späte Stunde zu? Vergiss die Bande, der wahre Schuft bist du! Das mit den Panzern und den Briefkasten könnte tatsächlich japanische Werbung sein, definitiv. Bitte verzeih ihm, mon ami. Oh nein, schon gut. Ich konnte sowieso nichts tun. Du Lump! Was ist dieses Ding? Welcher Schüler hat denn so etwas? Das? Ach, das ist ein Antimateriegewehr. Was auch sonst? Was von sonst was? Muss man als junger Mann in Japan heutzutage unbedingt haben. Ja klar, natürlich! Ein Antimateriegewehr. Ist klar! Verspotte mich nicht mit deinen Scherzen. Aber Sakuya, selbst ich habe eine Breitaxt. Natürlich hat ein modebewusster junger Mann wie du ja das eine oder andere Sturmgewehr. Natürlich. Wer hat denn das heutzutage nicht? Genau, braucht man für den Chemieunterricht. Unabdingbar, auf jeden Fall. Sniper Elite V2, easy go. So ist es. Ich hoffe, der heutige Tag hat dich etwas zum Thema japanische Kultur gelehrt, Sakuya. Japan ist wahrhaftig ein kompliziertes und verwirrendes Land. Julia, Vorsicht! Das Ding bewegt sich noch! Sieht ganz so aus. Schade. Ich hatte gehofft, die Sache sei erledigt und ich könnte jetzt die süße junge Dame nach Hause bringen. Was vögel nicht an, du lüsterner Bastard. Sie ist meine Untergebene. Bitte was? Ich glaube, es geht los. Genau, seit wann denn das? Damen schätzt es gar nicht, wenn ein Mann sie zu vereinnahmen versucht, Sakuya. Ah, verdreh mir nicht das Wort im Mund. Das hatte ich überhaupt nicht vor. Bist du dir da sicher? Egal. Ist jetzt hier erstmal Schluss mit lustig. Adieu, geheimnisvolles Liebesduo. Genau, das ist sehr schön. Das ist genau das, was man im Chat gerade lesen kann. Japan ist einfach nur, aber eigentlich auch. So ist das. Er ist stehen geblieben. Gut gemacht, Julia.
Endlich mal eine richtig coole Aktion. Oh, vielen Dank, mon ami. Ich fühle mich geehrt durch deine Worte. Dieser Angeber. Frohe Weihnachten. Schließ das hier an. Frohe Weihnachten. Steck das dort rein. Frohe Weihnachten. Es geht wieder. Es geht wieder. Yippie. Hm? Da ist immer noch Leben drin. Oh je. Ich hätte gedacht, das Ding rührt sie nicht mehr. Hast du keinen anderen Plan, Bastard? Ich habe nichts weiter vorbereitet. Nein. Sieht aus, als müsste ich mich geschlagen geben. Vorbereiten? Vergiss es. Gibt ein Superschüler wie du denn wirklich so schnell auf? Ich bin noch nicht fertig, mon ami. Trotzdem, diese beiden sind schon ungewöhnlich. Wilma, Vorsicht! Ah! Wilma, bist du verletzt? Mir geht's gut. Julia, warte. Dein Pürzel ist ja gekokelt. Er duftet ganz köstlich. Du bist in Sicherheit. Alles andere zählt nicht. So eine kleine Verbrennung betrachte ich doch als Tapferkeitsauszeichnung. Sakazaki, du Narr. Hör auf mit deiner Prahlerei. Los, ziehen wir uns zurück. Sieht aus, als steckten sie in Schwierigkeiten. Wer hätte erwartet, dass er hier auftaucht? Dr. Iwamine? Was führt sie denn hierher? Ich habe mir die Freiheit genommen, heute früh den Konferenzraum zu untersuchen. Ich finde diesen Fall recht interessant. Ich könnte Ihnen helfen, wenn Sie möchten. Sollten Sie meine Hilfe nicht benötigen, gehe ich natürlich. Ich habe ja schließlich noch anderes zu tun. Ich kann sein Gesicht im Dunkeln kaum erkennen, aber er klingt sogar noch desinteressierter als gewöhnlich. Vielleicht hat er wieder schlechte Laune. Aber nicht einmal der Doktor würde wegen so etwas blöffen. Oder? Ich denke, Sie werden mich verlässlicher finden als diesen angesenkten, selbstzufriedenen Täuberich an Ihrer Seite. Sie haben eine sehr scharfe Zunge, Doktor. Bitte, Dr. Iwamine, wenn Sie diese Bande irgendwie aufhalten können, dann helfen Sie uns bitte. Ich hätte gehofft, Sie leben zu stellen, aber jetzt hätte ich nichts dagegen, wenn Sie sie völlig auslöschen würden. Sakuya, nein! Sie machen schlimme Sachen, aber ich könnte niemals damit leben, wenn ich zuließe, dass man etwas so Niedliches tötet. Sehr schön. Ich habe gar nicht vor, sie zu töten. Fräulein Vögel. Ja? Der Doktor wirft mir einen Ball zu. Oder eher einen länglichen Metallklumpen. Werfen Sie das auf den Panzer. Sie sollten kräftig genug werfen können, damit die Panzerung durchbrochen wird. Das ist eine Granate. Oha. Lassen Sie mich nur machen, Doktor. Mit Granaten kenne ich mich aus. Ja. Da. Juhu. Ich hab's geschafft. Volltreffer. Gut gemacht. Sie haben einen guten Wurfarm. Aber was hat es bewirkt? Es gab keine große Explosion. Das war Tränengas, richtig?
Den Panzer umgibt eine Art Gaswolke. Was? Doktor, wir müssen uns zurückziehen. Das Gas wird auch uns erreichen und dann können wir die Diebe nicht festnehmen. Alles okay, Julia. Wir müssen hier... Das Gas breitet sich überall aus. Wir müssen zurück zur Villa und Wachen mit Gasmasken losschicken. Das Gas hat keine Wirkung. Zumindest nicht auf uns. Keine Frage, Mann. Liegt es an mir oder ist es wirklich gewollt, dass man bei gewissen Wörtern zwangsweise zweideutig denkt? Ja, es ist vollkommen okay. Das soll so, das ist beabsichtigt. Ha! Die Luke des Panzers geht auf und die beiden weißen Wesen taumeln heraus. Oh, die sehen ja übel aus. Ein speziell auf sie abgestimmtes Allergen zu finden, war ganz einfach. Ich hatte ja im Konferenzraum jede Menge Proben gefunden, mit denen ich arbeiten konnte. Natürlich. Sie zeigen derzeit ähnliche Symptome wie jemand mit Pollenallergie. Das Allergen ist in diesem Fall Sojabohnenmehl. Herr Sakazaki hatte bereits einige Löcher in die Panzerung gemacht, sodass er das Allergen wunderbar verteilen konnte. Ich bin erfreut, dass es so gut funktioniert hat. Wie nett, dass Sie mich derart loben, obwohl ich so jämmerlich gescheitert bin. Mensch, das hätte ich gar nicht von Ihnen erwartet. Sie sind ein vorbildlicher Lehrer. Vielen Dank, Herr Sakazaki. Sie schmeicheln mir. Doktor, woher wussten Sie so viel über diese bislang noch nicht identifizierten Kreaturen? Nun. Er scheint immer noch schlecht gelaunt zu sein. Er starrt ins Leere. Ob die Tests, die er heute Nachmittag gemacht hat, damit zu tun hatten? Wenn ja, dann waren sie ein klarer Erfolg. Sollte er dann nicht gute Laune haben? Wie dem auch sei, jetzt haben wir sie. Fesselt sie! Und so endet unser mitternächtlicher Feldzug. Mehr oder weniger. Akzeptiert euer Schicksal, Weihnachtsbande. Sämtliche Fluchtwege sind abgeschnitten. Drama! Da-da-da! Voll gut. Gebt euch zu erkennen. Frohe Weihnachten. Traurig dreinzublicken, bringt euch keine Minute früher nach Hause. Wie heißt ihr? Mbiru. Kaku. Frohe Weihnachten! Miru und Kaku, nichts weiter? Warum habt ihr beiden das alles getan? Offen gestanden ist mir Weihnachten völlig egal. Für mich ist das alles bloß kapitalistischer, kommerzialisierter Müll. Aber es gibt eine Menge Vögel, denen wirklich etwas daran liegt. Es ist nicht nett, ihnen die Freude zu verderben. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Weihnachten ist alles, was Miru und Kaku haben. Und deswegen macht man es kaputt? Na, come on! Frohe Weihnachten! Weihnachten ist Miru und Kaku in Fleisch und Blut immer gegangen. Wow. And now, the dark times roll. Man hatte Miru und Kaku gesagt, sie sollten nie geboren werden. Keiner sollte ihnen das Leben schenken. Und doch wurden sie geboren. Am Weihnachtsabend. Weil sie gar nicht hätten geboren werden sollen, mussten sie weg. Also wurden Miru und Kaku verstoßen. Miru und Kaku sind nicht real. Miru und Kaku sind zwar am Leben, aber Miru und Kaku sind anders. Also konnte man Miru
Fürsten Karko nicht rauslassen. Aber bleiben konnten Miru und Karko auch nicht. So beschloss man, Miru und Karko zu verbrennen. Da sagten Miru und Karko, lebewohl. Miru und Karko sagten ihrem Zuhause, lebewohl. Ich dachte schon, dass sie eher wie eine Art sonderbare Säugetiere aussahen als wie Vögel, aber dass sie eine solche Geschichte haben, das ist zu grausam, Doktor. In ihren wahnsinnigen wissenschaftlichen Experimenten armselige Hybridwesen zu erschaffen, um dann zu versuchen, sie zu töten. Vielleicht hatten sie das Gefühl, ihre Schöpfung verletze die Gesetze der Natur. Aber auch künstliche Wesen sind lebendig, genau wie wir. Sie haben ein Recht auf, Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Mit Ihrer Erschaffung habe ich nichts zu tun. Was? Hat er wirklich nicht? Ich hatte mich für schlau gehalten, aber ich habe wohl einen schrecklichen Fehler gemacht. Frohe Weihnachten! Mirus und Kakus Papi war ein fröhlicher Papi. Er mochte Feste. Frohe, frohe Weihnachten! Papi hat den ganzen Dezember durchgefeiert, ganz besonders Weihnachten. Sie wirken derart aufgeregt, dass sie am Ende gar ihre Erinnerung durcheinander werfen. Das ist eine Geschichte von vor langer Zeit. Durch einen Laborunfall kam es zur Geburt zweier hybrider Lebensformen. Keiner der Forscher hatte mit ihrer Schöpfung gerechnet. Zunächst hoffte man, sie würden sich als sehr wertvoll für die Wissenschaft erweisen. Doch bald stellte sich heraus, dass sie mit bereits existierenden Vögeln fast identisch waren. Nach Abschluss der Untersuchungen wurde beschlossen, sie zu beseitigen. Doch dann handelte ein Forscher unverantwortlich. Er hatte den Auftrag, sich um die Wesen zu kümmern. Darf ich fragen, was Sie mit Ihnen vorhaben? Müssen Sie das wirklich fragen? Sie werden natürlich vor Gericht gebracht. Aber Sie sind nicht identifizierte Kreaturen, entstanden durch die Exzesse der modernen Wissenschaft. Kann man solche Wesen überhaupt vor Gericht stellen? Die Gerichtsbarkeit deckt nur Menschen und Vögel ab. Selbst wenn sie wie Vögel aussehen, glaube ich nicht, dass das geht. Tja, dann... Sie haben nicht das Recht, vor Gericht gestellt zu werden. Nur abwarten. Sie können nur abwarten, bis man sie auslöscht. Oh, the dark turn. Ah. Einspruch! Ja, die Geschichte von Lea ist anders. Ganz anders. Es gibt vielleicht ein paar Parallelen, aber nicht so, nicht wirklich so. Sie mögen ein paar Dinge verbrochen haben, aber niemand wurde schwer verletzt. Das Schlimmste war Julias Verbrennung. Wir können sie doch nicht einfach umbringen. Ich hätte einen Vorschlag, Herr Chirogane. Ja, Dr. Ivamine? Soll ich sie mitnehmen? Würden Sie? Das können wir nicht machen, Sakuya. Wenn wir sie ihm übergeben, wird ihr Schicksal schlimmer sein als der Tod, egal wie du das sehen willst. Bitte regen Sie sich doch nicht so auf. Ich habe nicht vor, Ihnen etwas anzutun. Noch nicht. Mit anderen Worten, später vermutlich schon. Wenn Sie gewillt wären, sie aufzunehmen, Doktor, ich habe nichts dagegen. Seid respektvoll zu Dr. Ivamine, ihr zwei tun nicht Gute. Frohe Weihnachten! Und verratet uns auf jeden Fall, wo ihr Herrn Urushiharas Weihnachtsbaum versteckt habt, okay? Frohe Weihnachten!
Und so schnappten wir mit Dr. Iwamines und Julias Hilfe die Weihnachtsbanditen Miru und Kaku. Jetzt braucht niemand sich mehr Sorgen um seine Weihnachtsdeko machen. Aber wieso war der Doktor so erpicht darauf, mitzuhelfen? Nicht einmal Geld hat er dafür verlangt. Normalerweise hätte er etwas dafür haben wollen. Was sie das kostet? Ach, nur den Kopf. Vielleicht war er so großzügig, weil Weihnachten war? Oh, schon 3 Uhr morgens? Ist ja viel zu spät. Wir haben sie dazu gebracht, uns zu sagen, wo die gestohlenen Bäume sind. Ich sollte mal nach Hause Udon-Nudeln essen und schlafen gehen. Miru, Kaku, ihr habt doch noch die Ringe von eurem Pfleger im Labor, oder? Frohe Weihnachten! Pfleger, Pfleger, da! Zeigt her. Ryuji K. Sie... Ach. Sie haben doch nie etwas anderes als Ärger hinterlassen. Herr Orochihara! Wir haben Ihren Weihnachtsbaum wieder. Oh, meine Güte! Oh, Jemine! Dankeschön! Wirklich beruhigend, dieser Anblick, nicht wahr? Ich bin so froh, dass Ihre intakt ist. Sakuyas ist komplett verbrannt. Wenigstens ist der Große bei Sakuya zu Hause gerettet. Ich schätze, das ist eine Art Trost. Und das ist das Ende unserer Ermittlungen. Ich freue mich schon auf die Arbeit hier während der Ferien. Aber natürlich. Ich freue mich, dass Sie kommen. Morgen ist Heiligabend. Ich habe die restlichen Bäume zu ihren Besitzern zurückgebracht und jetzt bin ich froh. Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Ich möchte es mit allen verbringen und Spaß mit allen haben. Morgen gehen auch die Winterferien los. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Was ist denn überhaupt aus Miru und Kaku geworden? Hat der Doktor sie mit sich nach Hause genommen? Oder zu sich nach Hause genommen? Das wäre echt süß. Dr. Iwamine lebt mit den Weihnachtsmaskottchen zusammen. Nein, das ist so surreal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Interessiert mich trotzdem. Ich glaube, ich werde den Doktor vor den Ferien noch fragen. Verzeihung. Ja, gut. Die Krankenstation sieht völlig verändert aus. Doktor, was ist passiert? Sind Sie jetzt ein noch größerer Weihnachtsfan als Sakuya? Ich mache mir nichts aus Aberglauben. Hatte ich das nicht bereits erwähnt? Der Doktor sieht auch verändert aus. Vielleicht ist das ja Tarnung zum Schutz. Doktor, was ist denn mit Ihnen los? Sagen Sie jetzt bloß nicht, Sie haben sich endlich dieser Hirn-OP unterzogen. Sobald ich das abnehme, schleppen Sie schon etwas Neues an. Damit ich arbeiten kann, ist es leichter. Ich lasse es einfach an. Wer Sie? Miru und Kaku sind also... Frohe Weihnachten! Da sind Sie. Sie halten Sie hier drin, Doktor? Ja, bei mir zu Hause wären Sie nur im Weg. Da sind sie hier zwar auch ständig, schlecht gelaunt, wie immer. Bisher scheint er sich mit der Situation abzufinden, aber glücklich sieht er dabei nicht aus. Ich würde keine Wetten darauf abschließen, dass ihre Köpfe noch lange auf ihren Schultern bleiben. Nach Neujahr müssten sie ruhiger werden. Weihnachten regt sie eben sehr auf. Glauben Sie nicht, Sie haben sich da zu viel vorgenommen, Doktor? Wie meinen Sie das? Vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, aber Sie sehen mir nicht so aus, als meinten Sie es ernst, Doktor. Das bilden Sie sich tatsächlich ein. Es ist ermüdend, sich hier drin die ganze Zeit um sich zu haben.
Vielleicht sollte ich ihnen draußen einen Stall bauen. Es sieht nicht aus, als würde er sie zu Forschungszwecken missbrauchen. Was hat er vor? Er behandelt sie schon sehr nett. So kenne ich ihn gar nicht. Ob er eine Schwäche für niedliche Tiere hat? Ich gehe jetzt nach Hause, Doktor. Vielen Dank für alles in diesem Jahr. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Danke sehr. Frohe Weihnachten! Ende. Die Weihnachtsbande greift an. Sehr schön! Damit hätten wir quasi das erste Kapitel von, ich glaube, 5 oder so abgeschlossen. Und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir hatten jetzt nicht so viele Möglichkeiten, uns zu entscheiden. Aber die Geschichte hatte seltsame Twists, Dark Twists und letztendlich war irgendwie alles dabei, was das Spiel ausmacht. Es ist ein Visual Novel, ja, wir hatten vielleicht ein bisschen wenig Liebe, aber dafür hatten wir immerhin Panzer, eine Antimaterie-Knarre und eben, wie gesagt, den sogenannten Dark Turn. Vielleicht bauen die anderen Kapitel aufeinander auf und die Infos aus Kapitel 1 gehen rüber in Kapitel 2 oder 3 oder 4. Ich bin sehr gespannt. Was auf jeden Fall safe ist, ist, dass wir morgen mit Holiday Star weitermachen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Restabend, eine wunderschöne Nacht. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Lurken. Vielen Dank für alle, die im Chat aktiv gewesen sind. Und ich hoffe, dass wir uns morgen oder in einem anderen Streams wiedersehen werden. Dann bleibt mir noch zu sagen, ich bin Lycris, das war Artufuru Boy Flando Holiday Star. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschaußen.